Hallo und herzlich willkommen zu Assassin's Creed Black Flag. So, wo waren wir stehen geblieben? Genau, wir hatten den Commodore getötet, der unsere ganzen Schiffe in der Nacht versenken wollte, damit wir in dieser Nacht ein Loch in die feindlichen Reihen sprengen können mit einem Schiff von unseren Co-Kapitän-Skis. Und dann entkommen können mit unserer Brig. Genau. Und jetzt habe ich das gesehen, dass hier unten irgendwie so eine Seite ist. Ich weiß nur leider nicht mehr genau, was für Seiten das waren. Nur denke ich. Oh, das war knapp. Oh, Scheiß. Oh. Tschüss. So. Nein. Oh, nein. Nein, nein. Nur dich töten wir erstmal so. Und für den Fetten wenden wir mal unsere wieso kann ich den? Okay, dann geht's eben nur mit Verteidigung durchbrechen und voll drauf. Tschüss, mein Lieber. Dann holen wir uns die Seite. War das die Seite? Ja, das war das Manuskript. So. Haben wir das gern. Okay, wohin müssen wir jetzt überhaupt, bevor ich hier so vor mich hin irre? Gut, dann dafür werde ich wohl nicht hier am Wasser bleiben, sondern den Aussichtspunkt benutzen. Wieso ist Schnellreisen nicht verfügbar? Ganz ehrlich, warum? Und dann machen wir eben schnell den Aussichtspunkt hier. Ganz schnell, hoppity, 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 hopp. Ich glaube, wir müssen hier hinten lang. So, müssen wir euch denn töten? Warte, können wir das Boot hier verwenden? Nein. Dich auch nicht. Da hinten ist eine Truhe. Ja gut, wenn ihr mich nicht haben wollt, dann nehme ich mir die Truhe, ohne irgendwelches Aufsehen zu erregen. Und lauf einfach mal hier weiter und hoffe... Wieso sucht er mich? Hallo? Ich habe nichts Böses getan. Wobei, vielleicht könnte ich ihn angestupst haben, so ganz ein kleines bisschen. Der Aussichtsturm da hinten, wo ist denn der? Ach, den brauchen wir gerade nicht. Also gehen wir einfach nach 305 Meter. Ah, Gesundheit. Und holen uns diesen... Wieso bin ich da in... Oh, das Sperrgebiet. Gut, alles meine Schuld. Ich nehme es an. Hallo, ich gehe mal da hoch. Ich habe Lust, über die Dächer zu gehen. Ich habe richtig Lust auf Assassin's Creed bekommen durch die letzte Aufnahmesession. Das heißt, es ist nicht unmöglich, dass ich auf Assassin's Creed Unity spielen werde. Für euch. Vielleicht nicht direkt nach dem Release, das ist sowieso sinnfrei. Ich komme sowieso mit den richtigen Let's Playern und so nicht hinterher. Also denen, die es als Hauptberuf machen. Sondern ich werde das dann vielleicht im Nachhinein machen, so mal ganz entspannt, nachdem ich schon mal gespielt habe, damit ich euch auch etwas über diese Geschichte erzählen kann. Oh, shit. Was ich damit sagen will, ist, ich lasse mir damit Zeit. Wenn ihr noch nichts von Assassin's Creed Unity gehört habt, es ist im Prinzip Assassin's Creed 5, schätze ich mal. Ich weiß nicht, ob das der endgültige Name ist. Aber es... Was? Du suchst mich? Warum suchst du mich? Sonst verstecken wir uns mal hier drin, bis er uns nicht mehr sucht. Ja, wo ich gerade war. Assassin's Creed Unity. Suchst du uns noch? Ich glaube schon, oder? Ach, egal. Gehen wir einfach hin. Ich meine, so schlimm wird es schon nicht sein. Assassin's Creed Unity spielt in Frankreich. Und wer hätte es gedacht zur Zeit der Französischen Revolution? Und ja, worum es im Prinzip geht, man spielt einen Großmeister, sofern ich das richtig verstanden habe, in Paris. Ingame-Grafik, Grafik sage ich schon, nee, Grafik sieht ziemlich nice aus. Und mehr ist darüber eigentlich auch nicht bekannt. Also ich freue mich eigentlich jetzt schon, dank... Oh, nein, nein. Oh ja, danke. Ich freue mich darauf schon richtig. Und ich hoffe, also, wenn ihr dieses Let's Play zu Ende gesehen habt, das wird auch noch einiges dauern, glaube ich, werdet ihr euch auch auf Unity freuen.
Und... Nein, 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 nein. Glück gehabt. So, da hinten sind unsere Freunde. Hornigold, oder? War das? Da sind die läppischen Feuerfässer. Der Kommodore ist tot. Alle bereit? Beinahe. Wir haben ein Problem mit der Galeone und ein paar Dutzend Pech und Schwefel. Willst du Rauchzeichen geben, du Laus? Du sitzt auf genug Schwarzpulver, um New Providence von den Klippen zu sprengen. Lass mich los, Mann. Ist schon recht. Ich wollte sagen, man merkt, die Stimmung ist angespannt. Hat unsere Galeone besetzt. Wir müssen sie ausschalten, um mit ihren Kanonen die Blockade zu bitte brechen. Bitte nicht noch eine Galeone. Hol mir das Schiff. Mach uns dieses Schiff sicher. Geh auf das Schiff unentdeckt und rette den. Also Schiffe schön und gut, aber es muss nicht zu jeder einzelnen Mission gehören, irgendwie auf ein Schiff zu kommen, unentdeckt und draufzuschleichen und was weiß ich was zu machen. Kommt, Leute. Also ein, zwei Missionen... Bleib beim Feuerschiff, Captain. Es darf nicht sinken. Moment. Als erstes habe ich mir gedacht... allgemein Untertitel an. Nur für den Fall. Leersegel heißen, los geht's! Feuerschutz geben. Steht da jemand? Ist da jemand drauf? Sieh mal, die Briten haben was gemerkt. Ja, kein Wunder. So, dann sagen wir mal. Feuer! Tschüss, Schiff. Sie präsentieren sich uns. Lasst sie dafür bezahlen. Warten auf dein Zeichen, Captain. Nö, also dich hole ich mir. Feuer! Feuer! Tot. Feuer! Wir treffen gleich auf. Treff die Traub- und Rahmsegel. So, jetzt. Feuer! So, wo ist denn unser Schiff? Nett von euch, aber wir würden gerne... Ach du Scheiße. Gut. Großsegel, los geht's! Feindliches Feuer! Feuer! Haben Sie verwundet, Captain? Ach, Scheiße. Bereit zu schießen, Captain! Feuer! Komm. Wir stehen am Tor zur Hölle! Komm, jetzt holen wir uns das Schiff da hinten, wenn es gut geht. Feuer! Ja. Es ist unser Ass. Komm, dich holen wir. Wir wurden in Brand gesteckt. Feuer! Komm. Feuer! Hebt den Befehl, Sir. Feuer! Wir stehen am Tor zur Hölle. Hallo, wo ist denn unser... Oh, unser Feuerschiff. So, so dich. Feuer! Da, Captain. Da sind sie an empfindlich. Geht gleich unter. Kanone bereit. Komm, jetzt holen wir unser Schiff erstmal ein, damit das nicht auch bleib noch beim Feuerschiff, Captain. Es darf nicht sinken. Oh, du heilige Scheiße. Komm. Feuer! So, jetzt feuert mal. Nein, das Treffer könnten Sie lassen. Sie geht gleich unter. Feuer! Sie präsentieren sich so. Uns. Lassen Sie dafür bezahlen. Feuer! Jetzt drehen wir ab. Und holen uns das Schiff da vorne. So, du bist tot. Oh, scheiße, scheiße. Nein. Ja, wir würden gerne das Schiff da drüben holen. Und jetzt rechts von uns. Alle aus der großen Berge. Und so. Och du Scheiße, nein. Ich hoffe, da will das reinrammen, ganz ehrlich. Ich habe keine Lust, gegen das große Schiff da vorne zu kämpfen, wenn wir so verwundbar sind. Komm, jetzt holen wir... Wieso können wir nicht schneller? Wir müssen auch schon. Jetzt dorthin segeln. Ach komm, ich will nicht so heftig... Hätten wir uns nicht vorher Bescheid sagen können. Setzt jeden Zollsegel! Ich weiß, wir sind durch. Nun weg von der Flotte und wir haben es geschafft. Ja, nee, also das glaube ich nicht. Das war doch nicht so viel Feuerpulver, ganz ehrlich. Jetzt Reisegeschwindigkeit.
So, jetzt versuchen wir erstmal. Die oh, nein. Ganz von allein. Das ist noch komm. Glaube ich auch nicht. Sollen wir die angreifen? Ich bezweifle, dass das nicht anders geht. Also, dass das anders geht. Bezweifelt. So. Also jetzt schnell erreichen wir die. Jetzt feuern wir hinten ein paar Fässer ab. So, falls sie uns versuchen zu folgen. Nein, wir fahren einfach schneller und hoffen, dass die da reinplatzen. Danke, haben wir es geschafft? Was für ein anderes Schiff? So ein Gemetzel. Brennt ihr Bastarde! Wer ist das denn jetzt? Die anderen Piraten? Zieht euch euer Pardon wohin, Governor! Tanzen herum, als hätten sie Beute gemacht. Ja, wir sind eben mit Piraten unterwegs. Was ist das für ein Schiff? Das ist doch keine. Das ist zu breit für einen Schoner, würde ich sagen, aber zu klein für eine Galeone. Ich weiß. Für ein Fregatte, ich weiß es echt nicht. Schiffe mit dem Mörser. Ach, egal. Wir sind eh nur auf die Hauptmission aus. Alter, wir sind entkommen. Und das, obwohl wir so viele Schiffe hinter uns her hatten. Das spricht doch für uns, oder? Also ich würde sagen, das spricht für uns. Wir sind richtig tolle Kadetten, Junge. Also, Alter, ihr... Wohin gehen wir als nächstes? Du bist der Wegweiser. Jetzt Great Inago. Ah, unser eigenes Haus. Und da ist unsere liebe Frau. Wie heißt du nochmal? Ahoi, Kid. Hast was verpasst. Ei. Schade, das mit Nassau. Und Blackbeards feiger Abgang. Oh, wir kümmern uns um Thatch. Wer liegt denn da neben ihm? Wayne ist zu ihm gefahren und ich fahre bald hinterher. Mehr ist nicht Ade übrig Valet. Von deiner versuchten Demokratie? Ei. Wir tun hier, was wir wollen und wir lassen uns Zeit dabei. Meine Güte, Edward. Lockt dich denn nur noch der Gestank von Reichtum aus der Reserve? Was ist denn in dich gefahren? Wirklichkeit, Freund. Wirklichkeit. Pass auf, dass er dich nicht zum Trinker macht, die versoffene Ratte. Hey! Ich lebe schon länger als die meisten, die diesen Weg gingen. Ade Valet hilft uns hoffentlich auf den rechten Pfad. Beziehungsweise, ich muss halt aufhören zu sagen, uns, sondern ihm. Wir sind, erfahren ja bloß seine Erinnerungen. So, Aussichtspunkte. Wo darf ich denn den Aussichtspunkt sehen? Da hinten. Ich denke, das bringt. Achso, das Land. Ich dachte schon. Jetzt frage ich mich nur, wie wir da hinkommen. Ich gehe mal hier hinten lang. Ich meine, wir wollen ja unbedingt Aussichtspunkte. Die helfen ja schon irgendwo weiter, sofern sie denn klappen als Schnellreiseziel. Aber irgendwie läuft das hier ganz und gar nicht. B-synchronisieren. Boah, bei Nacht und Nebel ist irgendwie alles so schlimm. Ich mag es viel lieber, wenn die Sonne scheint oder so. Und nee, aber auch wenn es ein bisschen neblig ist, besser als wenn es dunkel und neblig ist. So, wohin müssen wir, bevor ich jetzt ganz ehrlich... Also wir müssen... Nach Norden war da war Thatch doch. So, jetzt Schnellreise. So, bestätigen. Ich hoffe, ich... Doch, ich war mit dem Synchronisieren fertig, oder? Gut. Danach sind wir jetzt schon in Dingsbums und werden... Oh, wir werden schon gesucht. Was sind das denn für Schiffe? Schoner, Stoff. Oh. So. Komm. Heb den Befehl, Sir! Captain, ein Treffer hier und sie bricht! Feuer! So. So, B-Enter. So, das erste Schiff, das zweite Schiff folgt gleich. B. Nummer 1. Nummer 2. Und Nummer 3, glaube ich, sogar gleich mit. Der steht da nur unbeteiligt rum. Und wir haben alles bloß mit der Drehblase geschafft. Ganz ehrlich.
das ist geil, dass wir so schnell zu Anzug kommen. Aber was ich jetzt hiermit machen werde, ich werde, glaube ich, ich will mal so ein richtig geiles Schiff von den Jägern holen. Deswegen mache ich jetzt einfach mal. In Kenways Flotte aufnehmen. Und die verschrotten wir dann. Komm. Wo ist das andere Schiff? Können wir das Schiff aufrüsten, Captain. Oh, yeah. Machsegel! Schiff verfolgt uns! Feuer! Oh, jetzt entern wir es. Vielen Dank. Bereit zu feuern! Zieht sie in ihren Untergang! Und jetzt töten wir die gegnerische Crew. Komm. Wir wollen doch bloß das Pulver versprengen. Vielen Dank. Oh, kommt schon. So, 4 von 5. Ach, und sagen wir 6 von 5. Bam, 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 bam. So, jetzt haben wir auch noch mehr Stoff. Also ich hoffe, wir können bald unseren Rumpf aufrüsten. Denn... Oh yeah. Dann können wir das Flotte aufnehmen. So, beide Schiffe, die wir jetzt erbeutet haben, werde ich jetzt mal schön verschrotten, damit wir schön mehr Diamanten bekommen. Oder was auch immer, ist ganz ehrlich. Ich brauche mehr von diesen knackigen Edelsteinen. Ich glaube, Edward wird uns da recht geben. Wir wollen nämlich noch schwerere Geschütze auffahren können gegen unsere lieben Freunde. Als das Läppische, was wir hier zu bieten haben. Kenways Flotte. Jetzt sammeln wir erstmal die 12.000 ein, die ich hier gesammelt habe. 540 Edelsteine abfragen. Für 140 Edelsteine abfragen. So, 12.000. Vielen Dank, ganz ehrlich. Das bestätigen. Jetzt haben wir 12.000 Geld mehr. Und jetzt gucken wir sogar gleich, ob wir den Rumpf ausbauen können hier auf hoher See. Projector Upgrade. Rumpfausbau, perfekt. 200 und 200. Dann können wir etwas mehr widerstehen. 500 und 200, gut. Das müsste irgendwo noch dabei drin sein, damit wir es machen können. Verstärkter Rumpf erworben. Ja, komm, Edward, wir gehen raus und holen uns die Rumpf. Jetzt halten wir auch. Und das Schiff sieht wieder ein bisschen besser aus, muss ich sagen. Und wenn man nicht so viel merkt, dann ist die Farben sind schöner garantiert. Sieht einfach edler aus. Und jetzt gehen wir zurück schnell an unser Ding, damit an unser Steuerrad, damit wir Thatch treffen können.